Entgegen seinem Versprechen, die Labore zu schließen, setzte der GRE seine Forschung an THV heimlich fort, für das Militär. Es dauerte nicht lange, bis erneut eine Variante von THV freigesetzt wurde. Der Niedergang passierte schneller, als irgendwer ahnen konnte. Die wenigen Überlebenden hausen nun in kleinen Enklaven. Einziger Kommunikationsweg zwischen den entfernten menschlichen Siedlungen sind Reisende, tapfer oder verzweifelt genug, den Weg durch die gefährliche Einöde zu bestreiten. Sie werden Pilger genannt. Irgendwo auf der Karte existiert noch eine Stadt. Eine Stadt ohne Verbindung zur Außenwelt. Eine Stadt mit eigenen Regeln. Heute ist sie die letzte Bastion der Menschheit. Eine Chance, aus der Geschichte zu lernen. Und es endlich einmal besser zu machen. Denn jede Entscheidung beeinflusst die Zukunft. Unumkehrbar. Ja, und damit willkommen zu meinem neuen Stream Let's Play Dying Light 2. Das war das Game, was ich gemeint habe. Jo, das wird heute oder so kommen. Das habe ich gestern gekauft und bla bla. Wegen dem Runterladen dauert es ja 3 Jahre. Und ja, also dieses Spiel, ich würde es sonst eigentlich gar nicht spielen, weil ich so Zombie-Fan-mäßig eigentlich jetzt nicht so bin. Also vielleicht in Filmen oder Serien, okay. Aber so Games-mäßig ist eher nicht so mein Fall. Aber dachte ich mir, ja komm, da ist gerade im Hype und so weiter und bla bla. Privat werde ich es wahrscheinlich niemals spielen. Aber so im Stream, jo, so First Person, so ein bisschen erschrecken, ein bisschen fight, ein bisschen, hast nicht gesehen, parkourmäßig. Warum nicht? Weil ich habe ja Dying Light 1, habe ich dann Let's Play gemacht? Kann sein, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe nichts gelesen, ja bla bla bla, dieses Spiel automatisch speichert. Schön, dass es speichert. Ja, Dying Light 1 habe ich ein bisschen gespielt. Ich habe es komplett durchgeschaut bei einem Let's Player, Zockstation, glaube ich. Oh, also die Story, ich habe absolut eigentlich so direkt keinen Plan mehr. Aber ich glaube, es hängt so ein bisschen mit dem zweiten Teil, mit dem ersten Teil zusammen. Man muss es aber nicht direkt wissen. Also es ist einfach nur zombie-mäßig und der Rest wird sich dann eh selber erklären. Und anscheinend, was jetzt beim Trailer gesagt hat, es gibt Entscheidungen. Also anscheinend formt sich die Welt nach meinen Entscheidungen. Das finde ich gut. Also ich liebe Games, was Entscheidungen mäßig haben und so wie Detroit oder sowas. Gut, und ich habe kurz bei Ipanema reingeschaut im Stream, weil ich eigentlich gedacht habe, dass ich es eh nicht streamen oder spielen werde, deswegen scheiß drauf, ich schaue es einfach bei ihrer. Habe mich aber doch ein bisschen überzeugt und so, ich glaube so nicht mal 5 Minuten habe ich gesehen, also es ist eigentlich gar nichts, ich sag sobald ich nichts weiß, also das wird gleich sein. So, Helliger passt schon. Ist alles super, toll. So, wie wär's mit hier Menü und so weiter, weil ich würde gerne was umstellen. Also hier Y-X-Achse, kennst du. Weil das jetzt schon wieder, schließen Sie der Community bei. Ne, brauche ich nicht, will ich nicht. Das kennen Sie, das kann ich. Muss ich das jetzt machen? Nee. So, erstmal Mucke, ein bisschen leiser, weil das ist ja Katastrophe gerade. Spiel hat. Wo ist denn hier? Musik. Hallo? Hard Video? Controller online. Gibt's keine Lautstärke für die Musik oder was? RPG, Action, Immersive, ist Musik, da, Spiel. Oh, machen wir weniger hier. So, der Hilfe reicht schon. Okay, Effekt laut, die bestimmte Explosionen und hast nicht gesehen. Können wir auch mal so machen. Das ist von mir aus in Ordnung. Das passt, Untertitel machen wir ein, die Größe passt auch. Weiß, Zyan, jo. Miros. Die Sprecherfarbe, jo. QTA. QTA.
Quicktime-Events, also werden es gestatten lassen zu erhalten, anstatt sie mehrfach zu drücken. Halten, ne, halten wir eh nicht. Ne, ich will schon drücken, doch, doch, doch. Tipps, falls ich zu doof bin, ja, schon. Gut, Hammer. Hat, Erwachen, keine Ahnung, Ausdauer, keine Ahnung. Wir nehmen das RPG-Ding, oder? Gesundheitsleiste, Infizierte. Ah, ne, Gesundheitsleiste brauche ich nicht. Ne, das interessiert mich nicht. Das ist gleich über Far Cry New Dawn. Wie viel die noch aushalten, will ich gar nicht wissen. Meins. Ne, bei den Menschen brauche ich es auch nicht. Ich weiß, nur meines brauche ich. Immunitätstimer, keine Ahnung, was das ist. Ausdauerleiste. Wird mittig unten auf dem Bildschirm. Es gibt ihre Ausdauer. Ich habe nicht mal unten die Ausdauer, geil. Okay, dann nehmen wir. Benutzer definiert. Ja, genau. So, aus. Ein. Dankeschön. Passt. Körnigkeit, was ist das schon? Bild. Cineastischer Aussehen in der Ecke. Farben. Bamanat. Steuerung. Hiamat. Bitte, danke. Sehr wichtig. Sonst kann ich eh schon alles knicken. So, Gleitschirmsteuerung umkehren. Ja, auch umkehren. Nahkampf erfährt einmal das Ziel von mir aus. Experten, Wurf. Was? Welche Steuerung hat das Spiel für Wurfhaken? Okay, wenn die Experten eingestellt ist, kann der Wurfhaken mit S sogar mitten im Sprung verwendet werden, ohne ihn auszurüsten. Sogar mitten im Sprung. Ich lasse einfach mal Auswahl, keine Ahnung. So, passt. Dankeschön. Tschüss. Passt. Dann würde ich sagen, let the party begin. Einfach mal auf normal. Für die Mehrheit der Spieler Gegner stellen eine mittelmäßige Bedrohung am Anfang dar, aber ihre Attribute und Fähigkeiten steigern sich im Laufe des Spiels langsam. Ressourcen sind gleichmäßig in der Welt verteilt, aber man muss sich dennoch gut verwalten. Ja, geil. Okay. Ab dafür. Ich hoffe, dass die Scheiße nicht so 100 Jahre lädt. Ich hätte es eigentlich. Eigentlich hätte ich es ja vorher eigentlich auch schon machen können, aber ich. Ja, schon. Naja, Pay. So, aber das geht relativ flott. Relativ. Ich hoffe, dass der nur einmal, dass er so eine ewig lange Ladesequenz hat. Gut. Okay, Ladebildschirm. Beuteraupen. Honig ist in der Hauptbestandteil von Arznei. Sie finden in Bienenstück. Okay, ich muss auf Honig schauen. Okay. Aha. Wenn sie erschöpft sind, wären ihre Blocks nur einen halben Schaden ab. Super! Oh Gott, also ich muss, wenn ich dann Fähigkeiten habe, ich muss auf jeden Fall. Geht's hier los oder geht's hier nicht los? Doch. Ich muss immer mit Ausdauer kaufen, dass ich viel Ausdauer habe, das weiß ich jetzt schon. So, bitteschön. Fängt er dann? Ja, früher hat das Spiel mehr Spaß gemacht. Früher warst du noch jünger. Und dümmer. Immerhin bist du noch genauso schnell. Denn ein langsamer Pilger. Ein toter Pilger. Ja, ich weiß. Komm hoch, ich will dir was zeigen. Der Weg des Pilgers. Alles klar, ich muss aber kurz nochmal, bevor wir jetzt starten. Letztes Stück, genau. Passt. So, bitteschön. Okay, ja, okay. Ihr müsst denken, es ist PS4. Also, Grafik ist halt. Ist ganz in Ordnung, kann man mal sagen. Aber, jo, ist ganz in Ordnung.
Mir kommt vor, dieses hier unten links, die Ding. By the way, pass auf meine Kamera. Schon eigentlich, ja. Mir kommt das vor wie in Horizon Zero Dawn, also so diese Dinger hier. So, ihr verkackten Zombies, ihr kennt mich mal. Okay, so. Da springe ich, ach du Scheiße. Okay. Hui! Okay. Dieser, jo. Da geht's tief. Oh Gott! Alter, ich werde. Holy shit. So, passt. Hier. Jawohl. Halten Sie gedrückt und beides. Ah, okay, halten. So, wenn ich irgendwie herlaufen auch oder so. Man weiß es nicht! Boah, okay. Scheiße, Mann! Du bist immer noch ganz schön stark! Ich weiß. Glaube ich. So, und hier komme ich hoch? Ne, hier komme ich nicht hoch. Hier komme ich hoch. Hier? Kollege! Komm ich zu dir? Ach so. Wie wohl. Und schubsada! Scheiße! Okay. Oh, ich hätte Zombies schon wieder. Oh, ich hätte Zombies schon wieder. Das gefällt mir gar nicht. Jetzt aber! Danke. Danke. Schön, dich zu sehen, Spike. Wie lange ist das her? Viel zu lang. Aber werd jetzt nicht sentimental. Wo gehen wir hin? Wirst schon sehen. Es ist unglaublich. Was ist unglaublich? Die meisten Pilger schaffen keine 2, 3 Jahre auf der Straße. Du bist jetzt schon 4 Jahre da draußen. Und noch immer am Leben. Bin ja besser. Du auch? Okay, ab jetzt ist blind. Ja, wer hat euch nicht geschaut? Na klar, stimmt. Echt jetzt? Ich wünschte, ich hätte deine Energie. Hast du eine neue Spur zu Jane? Na, nach New Paris blieb sie verschwunden. Wo bist du lang? Durch Baines oder Gary? Na, Baines, was ein Misthaufen. Gerade mal 5 wackelige Hütten und ein verrotteter Zaun sind noch da. Niemand dort kannte sie. Dann muss sie nach Gary gegangen sein. In dem Fall gehe ich nach Norden. Geh erst nach Osten. Dann vielleicht nach Norden. Genau, geh erst nach Osten, dann nach Norden. Wo zum Fick gehen wir hin? So eine Gelegenheit lässt man nicht aus, oder? Auf keinen Fall. Suchen. Sieh dich um. Wenn wir Glück haben, wächst dir auch Kamille. Kamille? Okay. Okay, Spike haben wir gefolgt. Sammeln Sie Honig und Kamille. Einmal Honig, zweimal Kamille. Überlebensinstinkt. Aha. Aha. Das ist Kamille? Kamille. Einmal. Also halten. Hier, warum haben wir jetzt meine Fäuste draußen? Keine Ahnung. Da ist irgendwas Grünes. Ah, da ist. Ah. Da ist nochmal Bienen. Jawohl. Und da oben komme ich da hoch so? Ja. Und da irgendwo war diese komische Kamille hier. Und hier. Sehr gut. Das müsste reichen. Ich glaube, ich habe genug, ja. Kamille, okay. Soll ich die Kamera unten hin tun? Ich glaube, ich mache meine Kamera unten hin. Das glaube ich besser. Das heißt, oben. Nee, oben, du gut war. Hier. Ich denke ja, ich habe keine Ahnung, aber ich denke. So. Honig. Erinnerst du dich an die alte Kräuterfrau, die wir in ihr Dorf zurückgebracht haben? Oh ja, die mit diesem Sprichwort, Kamille und Honig immer schön aufheben. Zusammengemischt bleibst du damit am Leben. Ah, lass mich gerade. Also Honig und Kamille brauche ich, dass ich eine Arznei. Wir haben einen neuen Entwurf erhalten. Drücken Sie hier. Erster Entwurf. Es handelt sich dabei um eine Zutatenliste, die Ihnen erlaubt, Objekte, Verbrauchsgegenstände und Waffenmodifikationen herzustellen, indem Sie verschiedene Fertigungsteile benutzen, die Sie bei Ihren Erkundungen aufgelesen haben. What? Hier waren Sie alle Fertigungsteile, auf die Sie gesammelt haben. Ah, das ist mein Inventar, okay. Das ist echt so ein bisschen wie. Das ist wie in Horizon Zero Dawn. Das Design, aber komplett. Fertigungsteile, jo, lesen Sie die Beschreibung der Fertigungsteile durch, um herauszufinden, wie sie benutzt werden und wo sie zu finden sind.
Bewegen Sie den Cursor jetzt auf den Arzneientwurf und halten Sie, um die Arznei anzubringen. Heilt um 50, Zeit zur Anwendung 4 Sekunden. Ich brauche 4 Sekunden, dass ich die Scheiße anwende. Ach du Scheiße. Erforderliche Herstellungsscheiße, Honig, Kamille. Okay. Das erste Mal vergisst man nie. Geil. Gut, jetzt habe ich hier noch einmal eine Kamille. Honig habe ich nichts mehr. Hier schon wieder Zombies. So, das habe ich jetzt. Komm schon, wir sind fast da. So, drücke ich mich? Kann ich mich hinlegen auch? Nee. Sie eigentlich. Ah, ich. Au, oh, ah, so kann ich mich schneller umdrehen. So schlage ich. Bam, bam, in die Fresse, Alter. Okay. Wie heile ich mich? Wahrscheinlich ganz normal, aber ich kann mich noch nicht her, wenn ich nichts passiert habe. Noch nicht. Also eine Waffe war mal nicht schlecht. Du mal die Fäuste weg, Kollege. Das ist was. Ah, das ist blocken. Achso, okay. Wow. Da hatte mal jemand eine nette Hütte. Eine große nette Hütte, das ist eine Villa. Ich könnte mich schon heilen, aber ich irgendwie handle den nächsten. Ich versuch's hier. Geh du zur Hinterseite. Hä, wie? Ach so, warte mal. Klar. Ah, hier kriege ich mein Ding dann. Arznei, bam und dann heil. Ah, so rum, okay. Was soll ich machen? Das hast du suchen, okay. Such einen anderen Weg da rein. Ich kann dich nicht ständig an die Hand nehmen. Herstellen. Ah, da kann ich so auch herstellen, wenn ich noch ein Ding hätte. Ist hier noch irgendwas in der Nähe? Da ist was und da ist was. Ah, ich kann doch Wände auch so. Egal. Okay. Okay, da komme ich schon mal rein. Die Frage ist, will ich da rein? Kann ich mich eigentlich. Na. Ich kann nicht rutschen, also hier kann ich rutschen. Oh Gott, jetzt wird's geil. Habe ich das Gefühl. So, das Haus. Ja, worauf? Überhaupt was denn soll ich durchsuchen? Also, was soll ich suchen? Hier, das Ding. Ich duck mich mal, weil keine Ahnung, ob hier Gegner sind. Was ist das? Öffnen. Leer. Ernsthaft? Geil. Hat ein Witz. Komm schon. Die Geräten? Okay. Sehe ich hier auch Gegner in dem Instinkt-Scheiß oder? Man weiß es nicht. Ich glaube, hier ist ja keiner. Hier ist keiner. Ich hoff's. Öffnen. Hä? Öffnen. Na, hier ist nichts. Geil. Stofffetzen. Nehm ich. Alles, was irgendwie nützlich sein soll, her damit. Seife. Okay, hier kann ich was durchsuchen. Also, was schauen. Öffnen. Weiß ich noch nicht. Oh, ich hab was getriggert, scheiße. Wollte ich aber nicht. Was zum? Ja, nur Ratten. Das ist eine Zeit. Warum? Das hat er keine Synchronstimme jetzt auf einmal. Warum hat er jetzt keine Stimme? Hä? Verstehe ich nicht. Kollege, ich würde mich ganz gerne mal ein bisschen umsehen hier. Also zum Beispiel das jetzt hier durchsuchen. Kann ich da? Ja. Party. Aber bis dahin hatte der GRE doch längst die Kontrolle über das Virus verloren. 23. Ha, nächstes Jahr.
Was macht denn Spike hier überhaupt? Okay, Kollege, ich komme gleich. Ich muss mir noch hier kurz umschauen. Hier ist zum Beispiel noch was. Oder auch nicht. Hier ist nichts. Was ist ein Pain? Schließen? Nee. Komm schon. Reis. Okay. Harz? Das sind Dinge, Alter. Tja, ich glaube, der Laptop, der geht nicht mehr. Schade eigentlich. Hätte man das Play schauen können. Und einfach nur Scheiß drauf. Macht ihr eure Dinge und ich schau Let's Plays. Ah, Pain. So, Spike, was los? Ja, ich habe sehr viele Sachen. Ich frage mich, wie der Wein damals geschmeckt hat. Ja, weil ist nicht so, Wein wird, je älter er ist, desto besser ist er. Also sauf mal. Who do you voodoo? Klingt vertraut. Was ist das für Kack? Ich dachte schon, er spielt es jetzt ab, weil das wäre jetzt nicht so praktisch. Aber geiler Flatscreen, also geile Hütte hat er auf jeden Fall gehabt, der Typ. Hat er was? Das sollte damals wohl Kunst sein. Ja, Kunst ist halt im Auge des Betrachters, würde ich mal so sagen. Also das ist für mich irgendwie nix und nur weniger und für unseren Aiden anscheinend auch nicht, aber naja, gut. So, hier mal anscheinend Vorräte sonst irgendwas. Teile, jo, nice. Warum ist hier ein... Hä? Was ist hier? Achso, hier bin ich unsichtbar für die Menschen, Zombies, für die Gegner halt, wenn ich da unten bin. Ah, praktisch. Cool. Nada, null. Geil. Das will man haben. So, hier, ich habe keinen Plan, wo es weitergeht, also, warte mal. Hier glaube ich nicht. Dosen, Stofffetzen, ja, mir das. Stofffetzen, jawohl. Aber nix. Nix in. Doch. Zigaretten. Mit den Craften oder so? Oder bei Eis wäre hier wahrscheinlich nicht so. Okay. Ich glaube, wir haben sozusagen. Hier kann ich mich nur verstecken. Ja, oder das. Okay, passt. Spike, gehen wir weiter. Boah, die Sonne blendet, ey. Das zerreißt mir das Herz. Na, die wollten selbst bestimmen, wie sie sterben. Ey, ich sehe oben nach. Schau du dir mal den Garten an, okay? Okay. Alter, ab und zu spricht er nicht. Das kommt komisch. Naja, wird schon noch Update geben. Garten, okay, das heißt, wir sind jetzt allein, das heißt, es kommen Safe-Gegner. Wenn sind die jetzt keine Gegner. Aber die sind schon mehr als Skelett als sonst irgendwas. Okay. Ja, hier war eine Party am Gange, aber richtig, leck du mich doch. Oh, shit. Holy crap. Okay. Immerhin hatten sie einander. Jo. Sie hatte Klasse, geil. Alter, wie viel, aber das war echt eine Hardcore-Party anscheinend. Muss man so sagen.
War ich hier schon? Nein, aber so bam, ne. Scheibe anschlagen geht nicht. Da ist ein Zettel, Kollege. Ja. Meine liebste Mary, verzeih mir, dass ich dich verlassen musste. Es heißt, wenn das Virus dich verwandelt, dann bist du für immer verloren. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß, dich gibt es noch da drin, unter all dem Schmerz und der Krankheit. Ich komme zu dir. Kein Weglaufen mehr. Gott. Hey, komm her. Schau dir das an. Was, die Aussicht oder? Oder was? Gehen Sie. Ja, es ist schön. Wie komme ich da hoch? Also irgendwie klettermäßig ist mir schon bewusst. Ah, ich kann es mir denken, oder? Hui! Ja, psata! In diese scheiß Küche komme ich jetzt nicht mehr, da bin ich bescheuert. Huh. Was ist hier? War ich hier? Moment da. Hier. Das waren die Türen, ich Idiot. Geil. Ich bin auch ein Held. Okay, bin da. Hast du sonst hier irgendwas? Nö. Setz dich, Kumpel. Für dich. Ein Geschenk? Ein Geschenk des Himmels, um genau zu sein. Habe ich gerade gefunden. Neben der Leiche des Besitzers. Dir nutzt es wahrscheinlich mehr. Hier. Kein Aroma mehr. Ein echter Feinschmecker-Gaum, was? Trink einfach. Unglaublich, wie friedlich das Ende der Welt doch ist. Na, zumindest bis zur Nacht. Stimmt. Ich wünschte, Crane hätte das hier gesehen. Wer? Kennst du nicht. Habt ihr diesen Typen gefunden? Was heißt das jetzt? Was? Welchen Typen? Tu nicht so. Du wurdest doch Pilger, um den Dreckskerl zu suchen. Waltz. Ich habe jemanden gefunden, der ihn kennt. Was? Und das sagst du mir erst jetzt? Als ich dir das Bier gab, dachte ich, du wüsstest, dass wir was zu feiern haben. Der Typ ist in Villador. Anscheinend weiß er was über Waltz. Villador? Dann bin ich so nah dran, hä? Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Bringst du das hier nach Gary? Liegt auf dem Weg. Die Leute dort mögen Pilger nicht, aber sie zahlen gut. Und wo mögen die Leute Pilger, Aiden? Sie haben Angst vor uns. Alle tun ihr Bestes, um zu überleben. Vielleicht. Aber sobald etwas durch die Horden von Infizierten transportiert werden muss, klopfen sie plötzlich an deine Tür. Also gut, aber du schuldest mir was. Na, nicht nur eine Sache. Also, was ist mit dem Typen? Naja, hab per Funk mit ihm geredet. Sein Name hat er nicht gesagt. Sieht aus, als hätte er was zu verbergen. Siehst du die Antenne auf dem Hügel da? Damit kannst du ihn kontaktieren. Er hört den Funk auf 140,200 MHz ab. Morgens früh. Sag ihm, du meldest dich bald. Oh, ich gehe einfach direkt in die Stadt. So einfach ist das nicht. Villador sollte eine der ummauerten Zonen werden, die vor der Seuche sicher waren. Der Plan ging schief und die Stadt überlebte. Aber der Typ weiß, wie man reinkommt. Red mit ihm, er sagt dir alles. Was will er dafür?
Hat er nicht gesagt. Klang aber nicht danach, als ob er irgendwas umsonst macht. Das macht wohl keiner. Und? Was ist mit mir? Du bist ein alter Sack, der mich überall nach seiner verrückten Freundin rumfragen lässt. Hey, hey, hey. Sie ist nicht verrückt. Jane ist vielleicht ein bisschen hitzköpfig und... Sie bringt sich immer in Schwierigkeiten, aber... Wenn du ihre... Hey, langsam. Na gut, für solches Gerede ist es noch zu früh am Abend. Augen. Ich wollte Augen sagen. Wunderschöne, stahlgraue, riesige. Hab noch nie gehört, wie jemand so auf graue Augen abfährt. Weil du einen Scheißdreck über das Leben weißt, ganz zu schweigen von Frauen. Na, wahrscheinlich hast du recht. Ich sag's dir. Irgendwann finde ich Jane. Dann suchen wir uns ein Haus. Da wohnen wir und niemand wird es uns nehmen. Und ich wandere nicht mehr rum wie ein Trottel. Ja, darauf trinke ich. Und dieser Waltz, was ist mit dem? Gehört er zur Familie? Nein, ganz und gar nicht. Und warum suchst du ihn dann? Erzählst du mir das irgendwann? Ja, irgendwann. Na gut. Ich muss weiter. Wann sehen wir uns denn wieder, hä? In 2 Jahren? Vielleicht. Mach's gut, Mann. Ich hoffe, du findest diesen Waltz. Oder wen auch immer du suchst. Und denk daran. 140,200 Megahertz. Frühmorgens. Der Typ erwartet dich. Okay. Also zu dem Funkturm und 140, 200 glaube ich. Und okay. So, jetzt sind wir auf uns allein gestellt. Kann das sein? Jo. Selten einhändiger Stock. Haltbarkeit stumpf. Na geil. Okay. Lass mich raten. Ja. Jetzt werden auch Gegner kommen irgendwann mal. So blockig und so schlau ist halt auch geil. Ja. So, here we go. Oh man, ja, okay. Fertigungen, nee. Ja, warte mal. Kann ich nochmal? Nee, ich hab. Hä? Warte mal. Kamille eine. Honig eine. Also ich brauch zwei und ich habe eines. Okay. In der Klammer ist das, was ich habe. Gut, Das sind wir? Okay. Aha. Ein bisschen so RPG-mäßig, bisschen so Far Cry-mäßig auch. Okay, verstehe. Fertigkeiten. So, warte mal. Ich habe halt kein... gar... ich habe Upgrades 0. Super. Das freut mich. Kampfpunkte. Kampf. Erhöhen Sie Ihre Kampffähigkeit, indem Sie Gegner bekämpfen und töten. Durch fortgeschrittenes Kampfsinn erhalten Sie mehr Fähigkeitspunkte. Gewinnkampf. Stufenaufstieg erhalten Sie eine Kampffähigkeitssinn. Stellen Sie Ihre Parcoursfähigkeit, indem Sie Parcoursaktionen wie Springen, Klettern, Schlittern so durchführen. Durch fortgeschrittene Kampfsinn erhalten Sie mehr Fähigkeitspunkte. Hochsprung. Den kann ich eh. Den kann ich nicht. Ich kann doch höher springen, oder? Oder bin ich bescheuert? Was ist das? Sprung drin. Aha. Springen Sie mal Tumbleweed. Laufen Sie an den Tumbleweed und drücken Sie R. Was für ein drücken Sie R? Werden eine Sprung zu machen. Alter, als ob ich auf die Idee. Als ob ich auf das alles kommt, du Wahnsinniger. Holy fuck. Karte habe ich noch nicht mal. Geil. Okay. Also ich krieg dann 1000 Erfahrungspunkte für. Für Schlagen und für Parcours. Okay. Oh Gott, ich habe schon Zombies. Oh, Schatten. Schön. Und funktioniert der Schatten? Hat da runter? Okay, von hier aus. Okay, ich würde auf dem Weg auch gerne Dinger einsammeln. Kamille und Honig ein bisschen so. Zum Beispiel hier. Jawohl. Denn das heißt im Umkehrschluss zum Verwenden, nee, herstellen will ich's.
Genau. Perfekt. Schneller rennen kann ich nur, wenn ich hier gerade die ganze Zeit renne. Der rennt automatisch dann irgendwie viel schneller, kann das sein? Ich denke ja. Okay. Da bin ich eher falsch. So, schon richtig schön ins Wasser jumpen wäre jetzt vielleicht auch nicht so die geilste Idee. Aber ich habe irgendwie Bock. Scheiß drauf! Geronimo! Bam! Tauchen, auftauchen. Ah, und runtertauchen ist das und auftauchen ist das. Okay, verstehe. Geil. Also ja, so wie springen und halt ducken. Also Kreis und... Ja, verstehe. Zombie! Wird der markiert? Okay, wie mache ich denn jetzt platt? Kann ich hier das per Takedown machen, oder? Wie mache ich denn jetzt platt? Beißer. Beißer halt. Jetzt so wird er markiert. Nur der? Oh, oh mein Gott, verreck du Hure! Es sind mehrere. Moin und so. Warte mal. Okay. Okay, okay, okay. Ja klar triffst du mich, du Stück Scheiße, du. Komm her jetzt. Bam, die Fresse, Alter. Der lebt noch immer. Bam. Okay, ich brauche echt geilere Waffen. Das ist eine Katastrophe. Warte mal. Wo sehe ich denn das, wie viel der Kacken raushält? Da unten die Leiste? Also ein bisschen was habe ich verbraucht? Ne, das sehe ich. Wo sehe ich den Scheiß? Inventar. Hier. Okay, ich habe noch viel Haltbarkeit, aber okay, modifizieren. Dass es mehr aushält und so weiter. Ja, ja, okay, verstehe. Glaube ich. Na ja, gut. Da kann ja noch lustig werden, aber das wird jetzt hier mit geileren Tricks und so weiter, wird das hier noch mega geil. So, okay. Dann einmal hier rein. Hier ist kein Zombie. Oder Beißer oder was weiß das Geier. Schau das. Dosen, schön. Weiß auch gelernt, anstatt ist jetzt so ein Lager oder so Kurve, ne, muss ich erstmal so ein Funkturm und irgendwie so einen Kacke, so einen Dude rufen oder so ein Scheiß. Das ist halt auch nicht so geil, aber okay. So, dann wird. Passt. Oh, in der neue Waffe. Gewöhnliche einhändige Machete. Kann ich mehrere Sachen eigentlich auch tragen? Weil ist die Ding, Gedings. Einhändiger Stock. Cool. Kann ich das auch. Warte mal. Auswählen. Entfernen. Entfernen. Reduzieren. Auswählen. Ah, es gibt mehr. Ne, es macht. Das macht mehr Schaden, aber das hält auch länger als der Scheiß. Also, Waffen 2 von Dings. Habe ich das jetzt beide ausgewählt? Ne, oder? Waffen 2 von so. Ich kann nicht in beiden, ich will in beiden beide tragen. Beide Hände, zwei Waffen. Schade. Na naja, okay, hat er nicht. Aber jetzt verstehe ich es, okay. Da ist nix, da ist was. Nein, da unten ist gar nichts. Und da ist die Heilungsscheiße. Und da ist die Waffenscheiße, jetzt verstehe ich es. Okay, okay. Gut. Was haben wir hier? Zigaretten. What the f. Der ist gefressen worden. Holy crap. Apropos. Uncut und Cut, ich habe absolut keinen Plan, ob das Uncut oder Cut ist. Aber es sieht mir nach.
Anker das? Ich hoffe, es ist ankert. Ankert ist geiler, aber ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon, dass es ankert ist. Es ist halt vom PS Store, also ich habe keine Ahnung. So, okay. Da ist nichts mehr. Dann haben wir uns den Scheiß noch und dann gehen wir weiter. Ja, irgendwie die Waffe wegstecken, wenn ich. Ah, das steckt automatisch dann nach der Zeit weg. Gut. So, aber das hier bei dem grünen Ding. Der Funkturm ist es ja nicht. Der ist weiter weg. Hi! Zap! 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 Scheiße. Ah! Geh weg! Genau so was. Willst du verrecken? Danke. Kleine Drecksau, du kleine. Verschießene. Das sind aber noch richtig geil, wenn du eine Kette sägen oder sonst irgendwas, weil ich habe ja gehört, man kann auch viele Sachen craften und verschiedene Sachen und. So, das ist ein Boost. Achso. I see, okay, jetzt muss ich halt nur irgendwie da hochkommen. Der Ton liegt auf irgendwie. Also ich kann. Ah, okay, er klettert auch so ein bisschen schon steil hoch. Okay. Schön. Ist hier irgendwie was Kamillmäßig oder sonst irgendwas Arzneimäßig? Eher nicht so, geil. Warte mal, da kann ich hoch. Und da kann ich hoch. Und da kann ich hoch. Schön. Und auch balancieren mäßig. Geiler Scheiß, Alter. I like it. So, okay. Sieht gut aus. Oh, nee. Nicht ein Tunnel. Oh, shit. Tunnel ist nie gut. Ja, genau deswegen. Gehen Sie nicht zu. Ja, da kannst du mir mal arschlecken, dass ich hier. Ach du Scheiße. Schlafen die so? Ach die Scheiße. Oh Junge. Aiden, sei leise, Alter. Darf nie wahr sein. Wenn wir die aufwecken, dann haben wir ein Problem. Dann kann man wirklich laufen. Aber das ist so typisch. Es ist so typisch. Scheiß Tunnel und dann 1000 Wichser auf einmal. Katastrophe. Natürlich müssen wir genau dadurch und wehe, hier ist irgendwas zum Einsammeln. Ey, wow. Ja. Okay, dann gehen wir hier. Scheiße. Tja. Ich muss darüber springen. Ich habe nicht viel Auswahl. Huhuhu. Oh Gott. Hat ein Pain. Okay. Theoretisch bin ich hier runter bei der Motorhaube. Und dann einmal hier hoch. Und dann hier hoch. Junge, mach mich nicht schwach. Duck dich, Alter. Nicht geduckt? Ja. Oh mein Gott. Boah. Aus. Was weiß ich, warte mal. Ich kann ja mehr drücken, aber passt ja. Oh.
Leute, 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 Leute. Hieb stumpf. Gott. So, weg hier. Weg hier aufheben. Nee, das bringt mir jetzt gar nichts. Das könnte ich zwar dann reinwerfen, wenn. Aber ich hab. Gibt's hier Waffen eigentlich in Haus oder so? Scheiße. Keine Ahnung. Aber hier gibt's auf jeden Fall noch was zum Summonen. Und Honig. Gut. Ich verschieße mich. Aber sowas von. Als ich das geschafft habe. So. Hätte. Ja. Passt. Geht es vielleicht noch auffälliger, das Ding hier zu machen? Ist ja auch geil, ey. Hoch, 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 hoch. So. Dann logisch. Hinschauen. Springen. Schön. Ah, ich habe keine Ausdauer mehr gehabt. Ah, geil. Okay, super, toll. So, jetzt habe ich es aber bald geschafft, oder? Kann ich da was machen? Da kann ich sicher irgendwie mit Kletterhaken oder so ein Scheiß. Wenn ich den mal habe. Beziehungsweise ich kann doch da hoch, oder? Komm schon! Nee, das ist zu hoch, okay. Na, da geht's easy going. Wenn nichts abbricht. Denn wer weiß. Sehr gut. Und danke. Was leer? Es gibt auch hohe Dinge, die leer sind, oder? Was war das jetzt hier gerade? So, dann, hä? Oh, 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 oh. Und weiter. Sehr gut. Ey, du bist das, Alter. Das wird ja noch ein Parcours, ey. Holy shit. So. Ruhig. Und wir haben es bald. So. Da habe ich Honig. Kamille, jawohl. Aber es ist gut zu wissen, dass ich beim Laufen eigentlich keine Ausdauer sozusagen verbrauche, nur vom Klettern anscheinend. So, Seilrutsche. Ich hab was im Seilrutschen. Okay, cool. Aber Klettern habe ich noch nicht, ist auch geil. Sehr gut. Kann sich eigentlich abrollen auch so irgendwas, oder muss ich da selber drücken oder sonst irgendwas? Weil ich glaube, da wird so noch irgendwas kommen hier mit ewig großen Jumps und keine Ahnung. Naja. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Oh, oh, Höhle. Höhle ist nie gut. Ne. Siehste? Kann ich den jetzt vielleicht mal so von hinten platt machen? Ne, oder? Tritt. Ah. Hä? Tritt. Hä? Ach so. Hä? Links und. Ach so, blocken und schlagen, sagt er doch gleich. Danke. Ich dachte Dings. L1 und R, nicht L1 und R2, deswegen, hä? Warte mal, wie wird das jetzt? Okay, das ist hier weg. Dingsen, okay. Okay, verstehe. Gut. Aber irgendwie von hinten leise erledigen, dass sie das nicht mitkriegen, geht das irgendwie nicht, kann das sein? Weil der hätte das noch mal nie mitbekommen. Aber, okay. So, das ist easy going. Das ist nicht das Problem. Schöne Aussicht auf jeden Fall, auch wenn alles am Arsch ist.
Springe ein schwingendes Seil mit. Ach du Scheiße, das ist so wie ein Uncharted. Ja, hör mir auf. Hupsa! Jupsara! Sehr gut. Parcoursstufenaufstieg. Geiler Sch. Ja, ich muss sowieso machen. Okay, cool. Sie haben den Rang ihrer und ihre erste Parcoursfähigkeit verdient. Jo. Also ich krieg, also so rangmäßig erhöhe ich mich. Also mit Kampfpunkten oder mit Parcours-Punkten. Mehr nicht. So Health oder so ein Scheiß. Oder wie oder was. Keine Ahnung. Hochsprung, ob sie eine höhere Vorsprung zu erreichen, wenn sie beim Springen R1 gedrückt halten. Den Mauszeiger. Der Mauszeiger ist ja nicht. Über das Symbol der Welt. Ja, drücken sie halt. Ja, genau. Genau das, was ich eigentlich gedacht habe, was ich schon habe, aber ich habe es noch nicht. Sehr gut. Upgrades. Hemmstoffe sind Drogen aus der Herstellung der GRA, also die Fähigkeit des Körpers verbessern und ihre Immunität gegen das Virus steigern. Mit der Anwendung sind Nebenwirkungen verbunden, nutzt sie also mit Bedacht. Sie können Hemmstoffe nutzen, um Upgrades für Gesundheit und Austauschstufen. Hier ist abgebildet, sind sie drei Hemmstoffe. Aha. Immunität. Durch Immunität können sie länger in der Dunkelheit bleiben. Die Immunität erhöht sich automatisch bei jedem Stufenaufstieg der Ausdauer oder Gesundheit. Außer lässt sie höher klettern und länger kämpfen, ohne dass sie dann geben sie drei Hemmstoffe aus mir fort, um ihre Ausdauerstufe zu steigern. Also ich. Also herstellen muss ich die Dinger und dann kann ich die für das ausgeben. Oder wie ich verstehe. Okay. Okay, irgendwie so. Gut, das war ein Fähigkeitspunkt, passt. Mehr kann ich noch nicht machen. Okay. So, ja. Denn. Ja, perfekt. Denn zufälligerweise, genau das baue ich jetzt auch. Okay, doppel. Also das ist ein Doppelsprung, also sozusagen. Das ist es. Okay. Da hinten hätten wir irgendwie was. Oder da waren wir eh schon, keine Ahnung. So. Ich höre schon wieder irgendwas, keine Ahnung, was ich aber höre. So, wie jetzt meine Waffe. Ich, keine Ahnung. Ich dachte, ich kann meine Waffe so wegklicken oder her tun, whatever. Na, ist schon dunkel. Nein. Zeit, ein Versteck für die Nacht zu finden. Na, was Besseres werde ich nicht finden. Warum ist es markiert? Okay. Oh Gott. So ganz sichere Nachtlager. Sicher ist gut. Ja, ich weiß, dass ich die Kacke in die Luft jagen könnte, wenn ich was hätte, was aber nicht der Fall ist, Kollege. So, lass mich raten. Beim Rohr kann ich wahrscheinlich eh rein. Kann ich hier? Auf Abfluss, ja, danke. Das habe ich schon gedacht. Mein Parcours-Heini. What the fuck? Was war das gerade? Hä? Das Boot hat wohl sich fest. Hä? Ja, warte mal, beruhig dich. So, jetzt nochmal. Hoch. Geh doch hoch, du Kuh. Ruhig. Diese Doppelsprung-Scheiße, oder was? Soll ich das machen? Jetzt! Mein Gott! Die Station sollte hier irgendwo sein. Okay, da gibt es auf jeden Fall Blut. Beziehungsweise. Ich habe irgendwas gehört. Im Questbereich. Schön für den Questbereich. Okay. Jetzt warte mal, dann mal umsehen hier kurz hier. Gut war. Jo. Schon mal gut. Jawohl, alle der will ich. Wir haben Ausverkauf. Jawohl, Wundbrand. Nehme ich gerne. Ich hoffe, ich kriege irgendwelche Mods für die Waffen, dass die irgendwie dass die Leute in Brand setzen können. Also das wäre geil. Hätte ich irgendwie Bock drauf, genau. Weil Schleichen wird hier, glaube ich, eher nicht der Fall sein. So. Also deswegen einfach brachial und passt schon. Zu die Hütte, geil. Das macht Laune. So, was ist hier passiert?
Jemand hat die bewegt. Vor kurzem. Och ne, ja. Dann ist... Ne, aber das Ding ist... Ist das ein geheimes Versteck oder so? Ja, da ist eine Tür hinten. Da ist eine Tür hinten. Okay. Der wurde verschoben. Ja. Okay. Gut, probieren wir's. Okay. Ist da jemand? Das ist sie. Die Sendestation. Ja, ist schon schön. Ich muss den Generator anschmeißen. Ja, beruhig dich mal. Ist sie kein Gegner? Ich trau den ganzen Kack nicht. Da hat jemand gelebt. Oder da lebt jemand. Oder whatever. Nix. Doch. Gewichte? Was? Habe ich überhaupt eine so eine maximale Inventaranzeige Scheiße, ja, dass ich nicht ewig viel tragen kann? Ich hoffe nicht. So. Der ist kacke. Nichts. Ich muss es an den Strom anschließen. Der wo ist? Ah, da irgendwo. Komm ich nicht durch, okay. Ah, jetzt komm, jetzt. Jetzt will ich da durchkommen? Ja, klar. Die Hütte ist zu, ja, das war mir schon klar. Jetzt kann ich wieder raus, oder was? Aha. Okay. Sieht safe aus. Okay. Das war zu erwarten. Es war so zu erwarten. Oh shit. Was zum Teufel ist das? Hä? Hä? Kampfgrundlagen, warte, einige Gegner nutzen Kampfangriffe, die massiv Schaden verursachen und wenn ein Gegner einen Kraftangriff vorbereitet, blinkt seine Gesundheitsleiste rot. Sie können ausweichen, um einen Griff zu vermeiden, drücken Sie R1, er drückt mit R1, während Sie sich rückwärts oder in eine beliebige Richtung selbst bewegen. Ja, das habe ich schon gemerkt, okay. Fuck. What? Warte mal, beruhig dich! Alter, ich seh die Fotze auch nicht! Heilige Scheiße nochmal! Erhol dich! Boah, die nervt. Junge, ich krieg die, du Kurva. Ne, ich muss erst die Heine erledigen. Alter. Junge, die nervt. Ich hänge irgendwo. Bist du Moped oder was? Heilig Bruder. Boah, ohne Scheiß, du gehst mir auf den Keks, Keule. Alter! Mach einfach immer, wenn sie schreit. Dann verpiss ich mich. Immer nicht tot, oder was?
Hammert jetzt bald mal. Stirb doch endlich, Gott verflucht. Danke. Hammert jetzt. So, wie kriege ich dich jetzt? Wie zum Geil kriege ich dich jetzt? Da lebt noch jemand. Doch, Alter! Ey, ich werde... Ah! Oh Gott! Sind die mal tot jetzt? By the way, ich habe absolut keinen Plan, wie ich die krieg. Das war knapp. Alter, ich mag die Gegner nicht. Also die mag ich gar nicht. Infizierten Trophäe. Sie haben Handwerksmeister-Ressourcen gesammelt. Wenn sie Handwerksmeister... Boah! Alter! So deppert. Ich brauche hier richtig brachiale Scheiße. Ich brauche hier echt Hardcore-Shit. Was ist so geil? Also, Alter. Also die Gegner mache ich schon mal gar nicht. Und ich habe nicht mal das gesehen, wann die so angriffen. Ich habe einfach nur nach ihren Schreien gedingst ausgewichen. Aber nicht irgendwie eine, ja, es ist blink, deswegen jetzt go. Ja, what the fuck. Ach Gott. Okay, so. Gib her jeden Scheiß. Hab ich wieder was gehört? Nein. So. Dürfte ich da jetzt endlich mal rein? Verfluchte Scheiße. Darf ja nie wahr sein. Okay, da steht der nächste Riesenzombie. Okay, oh. Zerbrochene. Warum ist die zerbrochen? Gib's mal her, mal gucken, wie weit die kommt. Puh. So. Dankeschön. Das klingt schon mal gut. Warte bis zum Tagesanbruch, okay. Ah, jetzt ist sie offen. Schön. Gut. Okay. Warten heißt Sicherheitszonen. Sie haben gerade die erste Sicherheitszone freigeschaltet und damit ihr Netzwerk an Wiedereinstiegspunkten erweitert. Alle Sicherheitszonen sind mit UV-Lichtern ausgestattet, wodurch die Sicherheit bei Nacht gewährleistet ist. Achso. Zudem bietet die Sicherheitszone Zugang zu einem Ruheplatz, an dem sie Tag- und Nachtwechsel wechseln können, und zu Aidens Versteck, an dem sie ihre überzähligen Gegner lagern können. Ah, okay. Spielversteck und schlafen, okay. Es ist nach und ich muss bis morgen warten, so war das. Gut, Spielversteck. Inventar, Aidens Versteck. Okay, weißt du was? Dann tu die Scheiße weg. Tu die Scheiße weg. Ich habe nur so wenig, kann ich da rein tun. What? Handschuh, ja schön, Torso, verschiedene. Siegesbeweis über einen seltenen Infizierten. Was hilft bitte? Kann ich den verkaufen oder sonst Scheiß? Alkohol verwendet in entflammbaren Zubehälter. Hauptquelle verlassen, Läden, dunkle Höhlen. Dass ich jetzt entflammbare Flüssigkeit nutzen kann. Ah, ja, sei doch. Okay.
Bienenwachs, können sie kunstvolle Dekorationen oder mit nützlichen Kerzenhalter verarbeitet werden? Wiss. Okay. Passt. Dann warten. Regnet es bei mir oder bin ich bescheuert? Letztes. Aber jetzt? Nein, wenn wir alt und grau sind. Jetzt, Adi! Wir brauchen Vorräte. Alles schon bereit. Es ist so still. Wo sind die alle? Vielleicht sind sie alle tot? Du spinnst. Jetzt. Alles wird gut. Wartet hier. Wird doch nichts. Hast du 12, 3, 4, 6 dabei? Wir sollen die Patienten zurück in die Stadt bringen. Keine Sorge, die lassen uns bald gehen. Adi, ich hab Angst. Ich bin bei dir. Bei mir bist du sicher. Ich weiß. Tu, was ich sage. Ganz ruhig. Siehst du, Schwester? Selbst wenn sie uns trennen, finden wir so immer wieder zusammen. Wir schaffen es nicht. Das Militär kann jede Sekunde hier sein. Warte. Schließ die Augen. Zeit, den Typen zu kontaktieren, von dem Spike geredet hat. Krass. 140, 200 war das. Ist auch geil, dass ich das ja merken muss. Ha? Okay, also die, unsere Schwester, aha, und Ed Walt ist der Typ, also das heißt rachemäßig so, was der auch immer uns angetan hat und sonst irgendwas, wenn er nicht schon draufgegangen ist, weil das Feuer und so weiter. Naja. Hier Aiden. Ich bin auf Frequenz 140,200 MHz. Hallo? Aiden? Ja. Ich sollte mich bei dir melden. Dachte, du hättest dir es anders überlegt. Warum suchst du nach Wolfspilger? Um jemanden zu finden. Sie heißt Mia. Vor 15 Jahren waren wir zusammen in einem Krankenhaus und... Ich weiß, wen du suchst, Aiden.
Du willst wissen, warum Waltz diese Experimente an euch allen durchgezogen hat. Warum du stärker bist, zäher als andere. Ich will nur Mia finden. Ich suche sie, seit ich vom Lager der Überlebenden aufgebrochen bin. Kannst du mir helfen oder nicht? Vielleicht kann ich das. Treffen wir uns, Pilger. Wo und wann? Am Eingang zum U-Bahn-Tunnel an der Bucht. Du kommst durch eine GRI-Luke in die Tunnel. Da treffen wir uns. Ich nehme an, du machst das nicht gratis. Ich muss die Stadt verlassen, aber alleine schaffe ich es da draußen nicht. Nimm mich mit nach New Paris, dann sind wir quitt. Auf dem Weg erzähle ich dir alles, was ich weiß. Ende. Warte! Sag mir wenigstens, ob sie noch am Leben ist. Sie ist am Leben. Ich gehe zum Treffpunkt. Bis später, Eden. Bis später, ich auch. Ich auch. Okay, das ist schon mal ein großer Vorteil, dass wir das wissen. Treffen Sie die Kontaktmann in den U-Bahn-Tunnel. Alles klar. Ich dachte eigentlich, dass Aiden irgendwas sagt wegen seinem Traum oder so, aber naja. Dann halt nicht. Okay, Seilrutsche. Gibt's hier irgendwie was zum Einsammeln oder einfach nur, nee, komm. Woo! Juhu! Und bam! Das wollte ich nicht, aber genau. Gut. 200 Meter, heilige Scheiße. Ein bisschen Kamille, ist immer gut. Da kann ich auch rein, geil. Notiz. Das verlorene Paradies, Band 4, glaube ich. Ich glaube, das ist eine 4 gewesen. Was, nur das? Okay, wow, geil. Wow! Alter, ich dachte gerade, wer steht da? Meine Fresse, schreckt mich halt ein bisschen, hä? Boah! Kann ich da tun? Ne, da ist gar nichts. Okay. Boah, hat die mich jetzt ganz schräg, leck mich doch am Arsch. Das ist ein Pain. Land sie auf Tilka, mein Stutsch. Auf Tilka? Ja, auf das halt. Tilka. Auch geil. Bam! Könntest du den Waffe eigentlich mal weg tun dabei, weil das passt schon so. So, und jetzt einfach hier jumpen, so, oder? Ja. Ich schon selbstbaumäßig, obwohl es funktioniert. Na dann. Chair Rollyball! Bam! Gibt's hier was? Wollt ihr mich verarschen? Da gibt's was, ich glaube ich drauf. Okay. Und bitte. Ja, wo ist der Scheiß? Ach du Schande. Jawohl. Und tschüss. Tschüss. Hoch, 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 hoch. Sehr gut. Noch was? Ja, da sag ich noch rein. Ich glaube, ich träume. Ich glaube, ich kriege einen Affen. So, komm und go. Scheiße. Da. Und da. Komm. Wir nehmen alles mit, was geht. Kann was hier sein. So, passt, let's go. Hoch, 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 hoch. Sehr gut. Biletto R, enjoy your day. Okay. Kann ich denn enjoyen, wenn hier keine Zombies sind? Dann enjoy ich ihn gern. 108. Da ist schon wieder einer. Geil. Sind schon wieder mehrere. Sind schon wieder sehr viel mehrere. Geil. Hallo? Aiden hier. Verstehst du mich jetzt?
Laut und deutlich. Das heißt, du bist in der Nähe. Ich bin durch den See geschwommen. Also hast du fast die Tunnel erreicht. Da ist ein Eingang, den der Theorie übrig gelassen hat, als er die Stadt abriegelte. Ich komme von der anderen Seite. Wir beide mit Viereck. Hä? Warte. Was ist los? Mach schnell! Keine Ahnung. Warum soll ich schnell machen, du Idiot? Derek! Warum soll ich schnell machen? Ich habe nur zugehört, ich war gerade verwirrt wegen Viereck irgendwas, keine Ahnung. Kann jemand mit Viereck machen? Ein Finish oder so? Oh, hi! Was geht ab? Kannst du mal verrecken? Danke. Ich weiß auch nicht, mache ich stärkere Schläge, wenn ich R2 halte? Keine Ahnung. Oh, das sind fucking viele schon wieder hier. Shit. Okay. Wow. Ein Schlag noch, geil. Ist da oben? Ja, komm schon. Okay, ist egal. Zapparapa. Zap! Sehr gut. Komm schon. Die Penne aushalten, ey. Erhol dich. Alles gut. Das funktioniert halt nie. Gefühlt. Das will ich sehen. So was will ich sehen in die Fresse, Junge. Was los? Find ich gut. Mal peinlich, ne? Immer nicht. Junge, ich treffe halt einfach gar nichts. Komm schon. Das geht halt echt nicht. So ein Scheiß aber auch. Der ist down. Die ist auch down. Schön. Habe ich leer? Wow. Also ich habe voll gelohnt, die Zimmer erledigen. Alter, ihr könnt mich mal. Wo muss ich hin? Ich werde einfach durchlaufen, scheiß drauf. Komm ich da hoch? Ja, ihr könnt mich wirklich mal hier erfahren. Weil ich habe hier eh irgendwie nichts Großartiges, oder? Nur 1000 Zombies, ja. Ist nicht so, würde ich sagen würde, nee, ich muss da hin. Nee, ciao. Ich werde doch nicht meine ganzen Waffen verbrauchen für euch. Nimm die mal. Hier müssen wir. Ich bin jetzt nicht so schnell als ihr, also. Ihr könnt mich mal. Tschüss. Alter, wie viele da schon das sind überall. Ja, die checken gar nichts. Moin! Woo! Aber die Frage ist. Okay. Komm ich da hoch? Ne, da komme ich hoch. Dit. Was da? Passt ja eh. Tauchgegner. Ist da drinnen? Nix. Wir verstecken. Brauche ich aber seine eh nicht. Ja, ne, sieht gut aus. Okay, und da komme ich wie durch? So. Sieht gut aus. Okay. Ich gehe jetzt in die Tunnel. Hey, hörst du mich? Schon unterwegs, bin gleich da. Nice. Oh Gott. Das ist nie gut in so einem Game-Tunnel. Ah.
Ich ahne sowas von Fürchterliches. Kann man mal glauben. Hey, ist da jemand? Bin ich wieder so ein komischer, overmächtiger, infizierter? Da liegt jemand. Da liegen mehr, aber die liegen komplett, oder? Ja. Bei dem Bewegung. Oh, Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Ja, was erwartest du denn, Kollege? Was erwartest du in einer Zombie-Apokalypse? Ich sowas. Okay, vielleicht doch nicht so viel. Was ist jetzt wieder? Oh mein Gott. Scheiße, ein Schattenjäger. Geil. Bist du in Ordnung? Das Schwein hat mich gebissen. Ein Schattenjäger. Eine Menge von denen in der Kanalisation. Du musst schnell ans Licht. Wo ist mir? Später. Wir müssen los. Wehr dich dagegen. Es geht vorbei. Bleib stark! Hier bist du. Ja. Was ist mit dem? Sieht tot aus. Hat ihn nicht bei sich. Los! Ich hab den Schlüssel nicht. Ich schwöre. Okay. Sag es uns. Verfluchte Scheiße. Wirklich. Ich hab den Schlüssel nicht. Ich hab ihn vernichtet. Ich hab's allein gemacht. Der Boss kriegt ihn schon. Oh Gott. Wir müssen den irgendwie retten oder so. Ah, shit. Mich da durch? Boah, der kriegt Geld, ja. Ja, geil. Ey, Wichser, lass mich rein. Ja, oder so. Bam! Waffe zerstört, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich Inventar. Ich wollte sagen, dass ich keine mehr habe. So, 70 Schaden, ja, nehmen wir. Finden Sie Spikes Kontakt? Ja, wenn er überhaupt noch lebt. Gespringen Sie in den Kletterriss, muss ich das nutzen? Drücken Sie zum Evakuieren? Ja, ja, ist mir klar. Das haben wir da. Richtiger Vollfail. Man kennt ihn. Jetzt. Geht die Taschenlampe auch irgendwann aus oder so? Oder hat die unendlich viel Licht? Ich hoffe mal. Heilige Scheiße, Mann. Du musst ja echt weit springen. Mit. Oh. What? Das war... Der Virus von dem Dude, glaube ich.
Schön. Klinge? Okay. Da waren sie auf jeden Fall. Ah. Komm schon. Das darf nicht wahr sein. Doch, hol ihn, dann können wir den Blatt machen. Fuck, mein Life. Nicht, wovon du redest. Lass ihn los. Ach ja? Und du willst uns dazu bringen? Dann zeig mal, was du drauf hast. Kollege. Effektes Blocken. Was? Halten Sie gedrückt und den Angriff blocken. Bleiben. Blocken Sie im letzten Moment, um einen perfekten Block zu führen. Beim perfekten Block taumelt die Gegner, wodurch er für kurze Zeit wehrlos ist. Also wie in Ghost sozusagen. Okay. Bitte dich, Arschloch. Du dich, Arschloch. Hurensohn. Du kannst mir nicht entkommen. Du lebst nicht mehr lange. Oh, hast einen Heim verloren, ne? Erstick daran! So ein Penner. Mal peinlich, hä? Ne? Richtig peinlich. Shit. Hi. Weiß ich nicht, gar nichts. Er ist schlafen gegangen. Wie gefall ich dir jetzt, Arschloch? Super. Bist du bereit, Arschloch? Bin voll beeindruckt. Voll beeindruckt. Genug gespielt. Schön, die Schweine. Oh, Town, also. Oh. Was machst du, mich platt? Ich sehe nicht so viel davon. Das endet. Scheiße. Arschloch, komm schon. Tschüss und so. Arschlöcher, ihr könnt mich mal. Tschüss im G, Bruder. Ach Gott. Jo. Kampf, jo. Sprungtritt. Ermöglicht sehen bei einem Sprung über ein Hindernis oder einen Taumel. Ja. Laufen Sie zu einem taumelnden Gegner und drücken Sie R1, um einen Sprung auszuführen. Und drücken Sie R2 während eines Sprungs, um einen Zug. Bis zum Moped, ey. Komplizierter Kack. Richtig komplizierter Kack. Führen Sie einen Lufttritt aus. Oh. Weichen Sie zur richtigen Zeit aus, um den Gegner taumeln zu lassen. Okay. Seht ihr auch irgendwie wie viel? Ah, hier. Noch 3000 Euro. Stufe 2 von 25. 25 Dinge gibt es hier überall? Okay. Okay. Die haben echt alle nix, doch, der hat ein bisschen was. So, du hast mich gerettet, ich meine, ich hab dich gerettet, wir sind safe, oder? Wir sind quit. Wer war das? Keine Zeit dafür. In meiner Tasche. Ich hab hier was dagelassen. Was ist das? Ein GIE-Zugangsschlüssel. Die Peacekeeper, sie haben ihn gefunden. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Du warst dabei, mir zu erzählen, was mit meiner Schwester passiert ist. Wo ist Mia? Geh zum Fischauge. Frag nach einem Mädchen namens Lawan. Gib ihr das hier. Damit und mit ihrer Hilfe erfährst du alles. Verstanden? Beschütze es. Wenn Walls es in die Finger kriegt, ist die ganze Stadt. Alle werden sterben. Walls? Ist Walls hier? Ja.
Sie kommen. Hörst du das? Abtrünnige! Lauf! Wir gehen zusammen. Nimm das. Gehen wir. Der kann noch gehen. Oh! Zum Henker! Ah, unser verlorenes Land! Aber es ist gar nicht allein. Das können wir ändern. Schlachtet ihn ab! Try it. Parcourskampf. Verwenden Sie einen Sprung, um in Kampfhaltung Ihre Mobilität zu erhöhen. Laufen Sie auf ein Hindernis zu oder einen taumelnden Feind zu und halten Sie gedrückt, um drüber zu hören. Drücken Sie den Sprung. Ja, genau. Das sind die Grundlagen des Parcourskampfes. Später lernen Sie weitere Ficker, mit denen Ihre Fähigkeiten verbessern und so weiter. Ja, ich versuche mal diesen komischen Scheiß jetzt. Also blocken. Richtig Moment, wenn er taumelt, springen und dann R2. Hör mir auf. Hier ist mit der Waffe. So. Bam! Ah! Okay. Zack! Au! Hm? Wie geil. Da macht Laune. Die blocken halt instant dann sofort die Schweine. Zu schnell für dich? Komm. Nur noch du, Kollege. Easy. Down? Down. Komm her. Peinlich, ja? Bam! In die Fresse, Bruder! Sicher? Was? Der war zu kurz. Mein Gott, Aiden. Au, ich sehe. Ja, geil. Schön, dass ich nichts sehe. Du lebst nicht mehr lange. Bist du bereit? Down. Hat zwar null elegant, aber egal. Sehr gut. Wie die einfach so verblocken, die Schweine. Nee, du. Noch jemand? Ist mir egal. Kommen Sie in Kontakt, Mann. Kommen Sie mit, er kann doch laufen? Bin da. Wir müssen weg! Ja! Puh. Los, komm weg hier! Tahir, hörst du? Hast du meinen Schlüssel? Es ist Walt! Wir müssen weg! Aber den suche ich doch! Du Idiot, er muckst dich ab, wenn er dich findet! Stellen! Scheiße! Geh zum Lüftungsschacht! Hier lang. Du zuerst. Was machst du da? Walt darf den GRI-Schlüssel nicht kriegen. Was? Lass mich raus! Fischauge, Lowan. Geh! Da ist der Verräter! Hi, Dylan. Hallo, Kuppels. Lass ihn los. Warum hast du mich hintergangen? Der Schlüssel gehört dir nicht. Du kannst nicht. Wo ist er? Tut mir leid. Wirst du sentimental? Nicht wirklich. Du stirbst ja nur. Mein Großvater hat früher Pferde gezüchtet. Wunderschöne Tiere. Ich habe sie sehr geliebt.
Eines Tages stürzte sein Lieblingspferd und brach sich das Bein. Ich dachte, Opa wird ihm helfen. Aber er zog einfach seine Pistole, gab sie mir in die Hand. Er sagte zu mir, du tust ihm einen Gefallen. Dann drückte er meinen Finger, den ich am Abzug hatte. Ich schrie. Ich wollte, dass mein Großvater stirbt. Jahre später wurde mir klar, was getan werden muss, muss getan werden. Du lässt mir keine Wahl, mein Freund. Da ist jemand. In Richtung Schatz! Halt ihn! Ja, Walt ist krank. Okay, Walt ist krank. Ich verpiss mich. Tschüss. Du, man, er hat sich jetzt geopfert für uns. Verdammte Scheiße. What? Nicht weiter, oder? Fuck! Wohin? Komm und go. Scheiße, okay, dieser Waltz ist echt, ja, das ist der Bossfight, das habe ich schon gecheckt. Erreichen Sie Villa Dorbit. Was für ein Dor? Komm und go. So schön unten bleiben, dass die Wichser mich ja nicht sehen. Aber ich werde so schnell, zu schnell für die, also. Okay, puh. Verdammt! Das tut weh! Geil, ich darf nicht mal meine Fähigkeit jetzt machen. Super toll! Bei irgendeinem Mittel, das ist so ein Scheiß für die Kacke. Komm, lauf einfach. Oder geh. Ne, so rum. Alter, alles unter Wasser. Geiler Scheiß. Okay, ich mach. Wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, ich mache keinen Fokus wegen dir, okay? Aber jetzt, super, kriegt's doch auf die Fresse, so oder so. So ein Kack. Okay. Reise ist Unbekannte. Okay. So, ich glaube, das war jetzt das Tutorial. Kann das sein? Das haben wir dann ganz dann raus. Au. Humanität sind der Dunkelheit. Fühlen Sie durch die UV, oder? Also mit UV-Dinger fülle ich das auf und die sind da allergisch, aber gegen UV-Licht, wie ich da irgendwie verstanden habe. Okay. So, ist das die Ziel, das Labor zu erkunden und dem Teil? Dazu sie werden eine Jagd Täuschköpfe und identifiziert ein paar Sekunden lang zu verwirren. Aha. Hauptventil zu erkennen. Sie werden mit einer Sicherheitszone EP Wassertürmen, okay. Also wie die Türme so von Far Cry mäßig oder was? Was hast du getan?
Lass ihn verdammt nochmal in Ruhe! Hakon, er verwandelt sich gleich! Ach, das ist ein Problem. Ich dachte, aber er ist ein Außenseiter. Er muss sterben. Er gehört zu mir. Kapiert? Hab ich dir nicht gesagt, geh nirgendwo ohne mich hin? Hab ich's nicht gesagt? Ach, wer zum Teufel bist du? Die reißen dich in Stücke. Shh, nicht jetzt. Ist auch geil, dass er zu. Ich dachte, er hat einen Nieserfall. Das ist ein Problem. Ach so. Geil. Jana, hol die Headstock. Wer zur Hölle ist das? Mach einfach schnell, klar. Bring sie hierher. Scheiße. Du Drecksack. Du beschissener Drecksack. What the fuck? Voll in die Fräse. Er bewegt sich. Hakon? Leg ihn um, Hakon. Leg ihn um, bevor ich's tue. Wow, wow, wow. Bleib ruhig. Atme durch. Scheint, er hat sich nicht verwandelt. Scheint? Hakon, ich will das hier nicht. Du bist zurückgekommen. Blinzle, wenn du verstehst. Oh, fuck, mein Kopf. Oh. Du hast dich fast verwandelt, aber UV-Licht und Hemmstoffe holten dich zurück. Und der Baseballschläger natürlich. Du bist am Leben. So soll es auch bleiben. Der Kerl bringt uns fast um und du plauderst mit dem? Mädels, entspannt euch. Sie haben Angst. Hättest fast ihre Werkstatt geschrottet. Wir müssen hier weg. Kannst du laufen? Aber ich verstehe nicht. Wo gehen wir hin? An einen sicheren Ort. Ich muss zum Fischauge. Das Fischauge? Ohne Biomarker kommst du noch nicht mal in die Nähe. Was zum Teufel ist das? Biomarker überwachen den Verlauf der Infektion im Dunkeln. Deine Eintrittskarte in die Stadt. Ohne ihn ist jeder Schritt ins Dunkle reines Glücksspiel. Kannst dich jederzeit verwandeln. Du brauchst einen Biomarker und ich weiß, wo wir einen herkriegen. Komm. Er verwandelt sich wieder. Entspann dich. Alles unter Kontrolle. Alles wird gut, hey. Du bist schwach. Warte einen Moment. Trink. Ernsthaft? Sonst noch was? Sollen wir ihm ein Bad einlassen? Hört sich gut an, meine Damen. Vielleicht nächstes Mal. Schnauze, Hakon. Sie himmelt mich an. Warum hilfst du mir? Lernen wir uns doch kennen und finden es raus. Du zuerst. Wo hast du die alle her? Geht dich nichts an. Du bist auf der Hut. Gut, dann lebst du länger. Bist du ein echter Pilger? Oder gibst du das nur vor? Ich war ein Pilger. Eine Stunde bis zur Dämmerung. Ich mein's ernst, Hakon. Er bleibt nicht über Nacht. Hier, deine Waffe und dein Funkgerät. Auch als Pilger kommst du nicht ohne aus. Los, gehen wir. Okay. So, warte mal, Sicherheitszone. Jupp. Wo ist denn hier? Das eine Thema. Notiz. Das hat er sich gemacht. Hier habe ich nicht irgendwo einen Kasten oder so einen Scheiß, also wo ich meine Waffen vorhin hatte. Hi. Nette Bude. Gewöhn dich nicht dran. Wir brauchen nicht noch einen Mitbewohner. Vor allem keinen, der uns im Schlaf ausrauben könnte. Weißt du nicht, jeder Pilger ist ein Verbrecher. Ihr habt hier eine wirklich schicke Werkstatt. Baut UV-Lampen zusammen, was? Ja. Du solltest nicht hier sein. Hakon setzt hier unsere Asche aufs Spiel. Ich tue euch nichts. Hakon hat komplett den Verstand verloren.
Tut mir leid. Hab dich wohl erschreckt, was? Der Schlag hat gut getan. Wir sind quitt. Jana. Aiden, was ist das hier? Unser Zuhause. Unsere Werkstatt. Sozusagen unsere ganze Welt. Du bist netter als sie. Hey, lass den Scheiß. Sarah vertraut niemandem außer mir. Außerdem kann ich besser kämpfen als sie. Also kann ich es mir erlauben, ein bisschen zugänglicher zu sein. Okay. Kann ich mich heilen? Ah ne, ich hab schon... Das war meine Haupt... Das war mein größtes Heilding, was ich hatte, also... Jetzt habe ich aber da ewig viel verloren, geil. Okay. Aber Leute von heute, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal von dem Game. Ich schau mal noch kurz, ob es eh, ja, ich glaube, wie lange war das jetzt? Wenn die Scheide mal machen würde. Fast 2 Stunden. Ich würde sagen, ja, das war es erstmal. Heute später wird es aber auch noch was geben. Ja, es wird später noch was geben, keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall irgendwas. Gut. Da würde ich sagen, bis jetzt, Game, ja, nicht schlecht, gefällt mir. Das Kampfsystem ist, wenn man es kann, ist es ja doch eh, also man kann sich daran gewöhnen. Ich werde mich auch daran gewöhnen. Und, ja, dann geht's, ich glaube, morgen wird es da mit dem Game weitergehen. Und heute halt... Wahrscheinlich wird es mit Ghost of Tsushima noch ein bisschen weitergehen. Kann gut sein. Oder vielleicht fangen wir halt mit Far Cry an. Far Cry 3. Mal gucken. Also, wir hören uns und sehen uns dann später. Wo dann, weiß ich jetzt aber auch noch nicht. Auf YouTube oder auf Twitch. Ich mache das Video. Also, bis dann. Ciao dabei.